Es schmerzt mir immer noch in dem Herzen, dass wir hier unsere 12.000 Seelen verloren haben. Deswegen werden wir jetzt hier den Boden sowas von aufwischen mit diesen ganzen verfickten Gegnern. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr habt einen umfassenden, wunderbaren Blick auf Hakin in der blutigen Arena. Coole irgend sowas. Ich bin's, euer Beardude, und wir zocken heute Lords of the Fallen im Blind durchgezockt. Ja, wir befinden uns hier mittlerweile in den Katakomben oder immer noch in den Katakomben und gehen jetzt hier weiter. Und zwar hier lang. Sofern das richtig ist. Ich merke gerade, mein Mikrofon, das sackt gerade immer mehr ab. So, besser. Ich nehme mal wieder das Schild. Beziehungsweise wollte ich mir mal kurz die Waffe angucken, die wir hier gefunden haben. Irgendein Schwert war das. Wo ist es? Hallo? Da, Blutrausch. Geschicklichkeitsanforderung 22. Uiuiuiuiui, da habe ich doch eine schöne Waffe, die wir uns hier als nächstes gönnen werden. Oh nein. Oh nein. Pow! Und verkackt. Nehmen wir mal einen Energiesplitter. Ich weiß immer noch nicht, was die machen. Und verhauen diesen Typen. Hallihallo. Möchtest du aufs Maul? Ich weiß, du willst aufs Maul. Och man, wie der immer abhaut. Komm schon, komm schon. Ich will ihn jetzt mit unserem Schuss erwischen hier. Jetzt. Kassam! Fab. 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 Und... Smack. Irgendwie. Zack. Komm schon. Wir haben immer zu wenig Ausdauer, um den irgendwie umhauen zu können. Das ist scheiße. Oh, das war knapp. Nein, jetzt hat er uns volle Kanne erwischt. Komm, 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 komm. Magic! Zack! Jetzt ist er besiegt. Der kleine Facker. Huh, gar nicht so easy. Ja, aber das weiß ich ja schon, dass ich mit den Gegnern nicht zurechtkomme. Boah, das ist echt verschachtelt hier. Manche sagen, unsere Strafen seien zu streng. Ich sage, sie reichen gar nicht aus. Wir verzeihen immer noch viel zu viel. Wer ein Verbrechen begeht, sollte sofort getötet werden. Für alle Verbrechen. Wir wären die Sünder los und würden auf ewig in Frieden leben. Stattdessen schließen wir sie weg. Hier. Und ich muss mich um sie sorgen. Sorge. Das ist das Letzte, was sie verdient haben. Da haben wir eine neue Rüstung gefunden. Mit dem schönen Titel Harmonie. Boah, da kommen ja echt nur die Typen, ey. Flap. Flap. Huhuhu. Der mir auf den Piss geht. Zap. Umgesmackt, der kleine Bastard. Neue Grabkammern.
Das ist mir alles zu verschachtelt hier. Aber schön, das hat richtig schön Dark Souls-Style. Oh, fuck, was war das denn? Irgendeiner wirft hier mit fiesen Sachen. Ach, der ist es. Au. So nicht, mein Freundchen. Und da ist wieder so ein Dude, aber das ist diesmal ein kleiner. Ey. Oh, 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 oh. Das wird knapp. Nehmen wir mal einen Tranky Trank. Smacken den weg. Und da fliegt er doch einfach nur so durch die Zellengänge. Aber er hat es ja auch nicht anders verdient. So. Zellenrund. Wo zum Teufel sind wir? Oh nein! Ja, komm. Oh oh. Hehe. Nein, 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 nein. Oh, umgehen. Pitzel, Pritzel. Komm schon, du hast keine Energie mehr. Das, ich auch nicht. Oh, oh. So, jetzt aber. Yeah, und da blutet er aus. Oh, ein Secret-Bereich. Oh! Haha, das war doch mein skilliger Super-Move. Fuck-Zeng! Wo immer der herkam. Ach, hier. Doch, hier waren wir schon mal. Hier ist das mit dem Schmied. Okay, ist anscheinend alles irgendwie miteinander verknüpft hier, das Gebiet. Aber wir können hier anscheinend keinen Schmied rufen. Hier ist fiese Musik vor allen Dingen. Und Stapfen eines großen Gegners. Kleines Ding, du. Giftwiderstandsplitter. Und hier ist so ein Hubi. Oh, Baby, komm. Ohne Klein. Und vielleicht können wir jetzt dieses Schmiededings benutzen. Nö, immer noch nicht. Naja, dann eben nicht. Aber ich wollte eigentlich erstmal hier weitergehen. Kuckuck. Hallihallo. Oh, da gibt es einen Safe-Kristall. Ja, doch, hier waren wir doch auch schon. Meines Wissens nach ist jetzt hier noch ein fetter Boss. Naja, okay. Aufpassen, dass hier nicht zwei von denen kommen. Ich nehme mal lieber einen Heiltrank. Flap. Oh. Jawoll. So, und dann werden wir hier mal unserem Mist auffüllen. Ey.
So, das Item hier haben wir schon, wie es aussieht. Und es ist ja anscheinend auch nichts weiter, außer Vasen. Schöne Vasen, die wir kaputt rollen können. Zack, zack. Ja, genau. Zack. Was war das denn hier? War hier diese Abkürzung mit dem Schmied? Ja. Der Schmied, der nicht schmieden konnte. Vielleicht ist das ja auch ein defekter Schmiedeamboss. Och. Och, Manu. Ja, hier immer drauf, ohne Combo, weil die Kamera so beschissen im Weg ist. Oh, komm. Ja. So. Sagt die Zeit. Naja, sind wir auch noch gut dabei. Was gibt es hier? Nichts. Naja, das haben wir ja hier alles so relativ gut schon abgesucht. Deswegen. Hier müsste, glaube ich, der Start sein, hä? Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Oh, ist das gut. Es schließt sich langsam der Kreis. Hier war dieser Schalter. Da unten ist wahrscheinlich diese Arena, wo uns, denke ich mal, dieser Boss erwartet. Also zumindest gehe ich davon aus, dass in dieser runden Arena da unten ein Gegner auf uns wartet. Ein größerer. Endboss-mäßiger Dude. So. Alles zersmacken. Yeah. Oh. Und hinter uns ist doch irgendwas. Ja, ich wusste es. Und Flappy die Back. Es schmerzt mir immer noch in dem Herzen, dass wir hier unsere 12.000 Seelen verloren haben. Deswegen werden wir jetzt hier den Boden sowas von aufwischen mit diesen ganzen verfickten Gegnern. Hier ist noch eine Zelle, in die kommen wir aber nicht rein. Hier war doch gerade... Ah, hier. Ah, ja. Stimmt, das hatten wir ja irgendwann noch aufgesammelt, aber weil mir das viel zu hart war, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Und was gibt es hier? Den Blocker. Auch besser bekannt als Faustschild. Aber hier ist nichts weiter aufgegangen. Ne, ja, gucken wir uns aber mal gleich an. Neues Schild ist immer cool. So, was haben wir denn? Ein Schild dämonischen Ursprungs. Das Metall ist den Schmieden der Menschen völlig fremd, da es Licht absorbiert, anstatt es zu reflektieren. Ein Geschicklichkeitsschild. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Physischer Widerstand, Balance. Also auf jeden Fall besser als unser Schild. Und dazu auch noch leichter. Schön. Und hat einen sehr geilen Repost hier. Zack, zack. Ich glaube, ich werde ihn hier trotzdem nicht hinbekommen. Hey, wer bist du denn? Ich spüre, wie mich mein Augenlicht verlässt. Aha. Das tut mir aber leid für dich. Keine Quest für uns oder so? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Dem haben wir auf jeden Fall schon geredet. Das kann ich... Daran kann ich mich noch erinnern. Yeah, baby. Gib uns dein Loot. Ist hier noch was? Nö, hier hängt ein blutiger Stein in der Zelle. Anscheinend ein ziemlich gefährlicher. Umgesmackt, aber der steht wieder auf. Müssen wir ihn halt zweimal umbringen. So. Hier ist noch eine verschlossene Zelle. Ah! Hallihallo. Both-handed. So.
So, der ist tot. Ja, die Kamera ist aber echt ein bisschen beschissen hier. In diesem kleinen Areal. Ein neues Item. Ein weiterer menschlicher Schädel. Sehr schön. Und der steht wieder auf? Nö. Der ist endgültig kaputt. Aber hier ist eine Rolle. Die verborgenen, versiegelten Bereiche der Katakomben könnten mehr verschüttet werden, als uns bewusst ist. Einer der Roga-Herrscher, der den Angriff auf die Abtei anführt, wurde im Inneren gesehen. Er hat viele unserer Soldaten getötet, bevor sie die Gefahr auch nur bemerkt hatten. Bisher wissen wir nur, dass ihn unser Zorn auf irgendeine Weise nährt. Lasst uns Gleiches mit seinem tun. Na geil, ja? Da haben wir es jetzt. Wir haben hier das ganze Rondell erledigt. Vielleicht können wir jetzt schmieden. Nein, natürlich nicht. Scheißdreck. Gut, dann können wir eigentlich ja nur noch hier wieder zurücklaufen, beziehungsweise hier erstmal Attributspunkte verteilen. Zack. Einmal Glauben nach oben und ich hätte gerne noch... Jawohl! Sehr schön. Jetzt können wir nämlich erstmal das bestätigen und unsere Magie auftunen. Der Gegner auf sich zieht, erhöht die Energieregeneration. Was haben wir noch? Mimikry, ein magisches Phasenwesen, folgt dir wiederholt deine Handlung und verursacht den gleichen Schaden wie du. Stich. Na, wir nehmen das hier. Bringen wir mal den noch hier auf Stufe 2. Was auch immer das bringt. Sehr scharf. Ah, einmal kurz Kreis drücken, ist das Austauschen? Okay. So, müssen wir jetzt hier... Ne, wartet mal. Hier unten müssen wir lang. Hier war's. Oh! Natürlich ist es gut, wenn das Böse aus einem Menschen ausgetrieben wird. Das Böse ist fort. Doch was von dem Menschen bleibt, ist anders. Wir müssen genauer hinsehen. Und ich persönlich weiß nicht, wie diese Menschen zu behandeln sind. Sie scheinen sich normal zu verhalten. Oh. Sie gehen. Sie scheinen aber auf irgendeine Art Arschloch unwirklich zu sein. Ha 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 ha. Kin. Ja, ach, hier war noch ein Weg. Oh oh. Huh. Da geht's noch tiefer. Alter. Menschliche Schädel dürfen wir auf jeden Fall auch nicht vergessen. Ja, ist nur einer. Okay. Oh 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 oh. Wie konnte man den kicken? Ah. Es gibt ein Achievement. Wenn man den Gegner in die Schlucht kickt, dann kriegt man ein Achievement. Und das will ich gerne mal probieren. Oh, 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 oh. Fuck. Komm ran, mein Friend. Oh. Die habe ich gekriegt, obwohl ich ihn gar nicht in die Schlucht gekickt habe. Natürlich sehr geil. Tschüss. Oh, fuck. Jetzt sollte ich vielleicht mich mal lieber heilen. Tschüss. Ah, doch. Das war irgendeine andere Trophy. Ja, nämlich auch ein sehr geiler Name. Das ist Steinbär. Oh, fuck. Jetzt wäre ich beinahe auch runtergefallen. Knappe Kiste. Tschüss. Sehr schön. Das Böse lebt in dieser Welt. Damit muss ich mich abfinden. Es gibt keinen Weg, es wirklich zu vertreiben. Es in neue Formen zu leiten, ist das Einzige, was mir bleibt. Mutationen. Darin liegt vielleicht unsere Zukunft. Vielen Menschen wird das nicht gefallen. Doch sie müssen erkennen, dass die einzig andere Wahl ist, keine Zukunft zu haben. Sonst ist ja nichts mehr.
irgendwie ulkig. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Schmied am Boss, aber den können wir auch nicht aktivieren hier hinten. Irgendwie. Vielleicht muss man da erst den Gebietsboss besiegen. Vielleicht habe ich da wieder am Anfang nicht aufgepost. Gepasst. Hier ging es auch noch weiter nach unten. Alte Grabkammer. Oh nein, das gibt's doch nicht. Und smack. Nein. Ja. Nein, ja, ja, nein. Item. Noch ein menschlicher Schädel. Hier ist noch ein Weg, oder? Oh Mann. Das ist echt heftig. So viele Abzweigungen. Ja, Schnetzel. Und jetzt kriegst du auf den Sack. Nehmen. So, die zerrollen wir mal noch, die Fässlein hier. Oh, die sind ganz schön creepy, die Typen. Da können wir ja mal unseren Gebetszauber sprechen, beziehungsweise heile ich mich erstmal. So, und den probieren wir mal aus, ja. Zack. Ne, das war, glaube ich, der falsche, den ich ja gemacht habe. Huah! Ah, und das war nur ein Secret-Bereich hier. Nur. Antanas ist mächtiger als alles, was ich je gesehen habe. Er ist entschlossen, diese Welt vom Bösen zu befreien. Er hat es geschafft, Dämonen aus den Körpern der Besessenen zu treiben. Könnte dies der Anfang vom Ende des Bösen sein? Aber sowas von. So. Öffne die Truhe. Juhu! Und was gibt's hier Schönes? Kaltes Blut. Geiles Ding. Endlich haben wir hier unsere Rüstung. Wir haben auch noch die Harmonie, aber die ist halt wirklich ordentlich schwer. Oh, hoppala. Ach, Set ausrüsten, das ist ja scharf. Was haben wir jetzt für eine Rolle? Ah, die ist ein bisschen langsam, aber es sieht verdammt geil aus, die Rüstung. Alter Schwede, das sieht ja aus wie irgendein fetter Lichtking oder sowas. Ich will aber gerne nicht die Harmonie, sondern den Rest vom kalten Blut. Hier. Sieht nämlich noch geiler aus mit diesem geilen Umhang, der völlig zerfetzt ist. Super. Achso, und jetzt müssen wir hier noch den Schalter aktivieren und dann haben wir wahrscheinlich einen Shortcut aktiviert. Was mir sehr gefällt. Zack. Genau. Hallihallo. Oh ne, das ist irgendwas Neues hier. Zack. Gucken wir mal, wo es uns hier hin verschlägt. Benutzen. Ach, schon wieder ein neuer Gang, ey. Das ist so unfassbar, ey. Ne, hier waren wir doch schon mal. Hier war das. Hä? Ey, ich habe ja echt keine Orientierung mehr. Warte mal, wir sind jetzt von hier gekommen. Das war wieder ein neuer Weg anscheinend. Hier ist irgendwas. Hallo. Oh. Ja, hau mal den einfach mal auf die Fresse. Ah, hier ist der Herausforderungskristall, wenn wir dann den Boss bekämpft haben. Muss ich mir merken, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, wo ich hier bin. Und null Orientierung. Alte Grabkammern. Oh, fuck. Kuckuck.
Boah, zwei Schläge platt gemacht. Hallo. Zack. Nehmen wir mal schnell lieber einen Heiltrank. Wo zur Hölle sind wir hier? Mein Gott. So, Regal wird verhauen, den Gegner. Und er lebt anscheinend immer noch. Da ist er. Zack, und jetzt ist er tot. Ist das eine Truhe hier? Ja. Mit einem Dolch. Oh, und ich will endlich mal eine andere Waffe haben hier. Wo ist er? Wo ist er? Griffe hier. 15, perfekt, können wir nehmen. Probieren wir mal aus. Sehr schön. Endlich mal was Neues. Wo geht's denn hier lang? Neue Grabkammern. Alte Grabkammern. Hier war der Typ. Genau, hier waren wir noch nicht. Kuckuck. Oh, oh. Alter Schwede, die hauen richtig rein. Die Spinne hat mich aber gerade ganz schön erschrocken. Lebende Legende. Hier gibt es ganz schön viel krassen Stuff. Wo sind wir jetzt? So, jetzt habe ich aber wirklich gänzlich die Orientierung verloren. Hä? Ist das nicht das gewesen, wo wir hier diesen Shortcut aufgemacht haben? Ne, warte mal, wir sind glaube ich von hier lang. Ich versuche nochmal die Runde zu gehen. Ich muss hier mal Überblick kriegen. So, dann sind wir hier lang. Hier hoch. Genau, hier gab es das mit dem Schalter. Dann konnten wir uns hier auftunen. Ah, genau, da ist so ein Tor. Oh, fuck, falscher Knopf. Düdüm. Hallo? 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 Friedhof. Ah, hier ist man jetzt. Okay, cool. Es ergibt Sinn. Oder auch nicht. Frage nicht mich, sondern frag das dich. Wunderschön. Einfach wunderschöne Ladezeiten hier. Jetzt werden wahrscheinlich, das wird der absolute Fehler gewesen sein. Ich denke mal, alle Gegner werden jetzt hier wieder leben. Ja. Perfekt. So, ich wollte aber diese Runde hier nochmal gehen. Oh oh. Fuck you. Nee, liebe Dudes. Wir werden uns das hier beim nächsten Mal nochmal angucken. Beziehungsweise mache ich das hier mal noch auf. Guck mal, was uns hier noch Schönes erwartet. Meine Axt. Nicht deine Axt, nein. Meine Axt. So. Hier hoch. Gut, na, dann werden wir hier erstmal speichern. Wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwie was Cooles Neues verwerten können. Wir hätten noch ein Zauberpünktchen übrig. Den könnten wir in den Stich setzen und das machen wir einfach mal, oder? Ja. Ein blutriss übernatürlicher Assassin sprintet zu ihrer Beute, okay. Ja, okay, und dann werden wir versuchen nochmal hier diesen Typen Mimikry zu besiegen. Das wird der finale Part werden heute. Okay, ich verstehe das. Das ist cool. Aber ich weiß gar nicht, wie man das hier mit Doppelklingen machen soll. Du kommst überhaupt nicht durch den seine Verteidigung durch. St-
Mensch. Zauberbereit. Vielleicht kann man den ja hier wegkontern. Naja, okay, den wollte ich auch nicht. Hä? Ah! Papa Rain. Nee, okay, die beste Taktik ist immer noch diese hier. Oder? Leg dich nicht mit uns an, du kleines Vieh. So, das haben wir alles hier. Okay. Ja, nee, dann haben wir ja hier alles. Dann ist wirklich die nächste Station nur noch dieses Ding dort unten. Also sprich hier bei diesem Kampf... Stadion, irgendwas. Und da, meine lieben Dudes, werden wir leider heute zum Ende kommen. Wir haben auf jeden Fall noch wunderbar hier diese mysteriöse Katakombenwelt erschüttert mit unseren super Skills und werden beim nächsten Mal, denke ich mal, dass dort unten ein Boss auf uns wartet, diesen Boss herausfordern und ihn mit unseren neuen Superklingen den Arsch aufschlitzen. Ich bin's, euer Be a Dude. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Bis dahin.